Hallo Leute, Matthias wieder hier aus dem wunderschönen Thailand. Ich hoffe, dass man mich hört, weil es ist ein bisschen laut, es regnet und da ist so ein Blechdach hier. Ja, wir sind bei der Panerai wieder, um zu Abend zu essen. Das ist allerdings noch etwas früh, noch nicht mal 4 Uhr. Aber es ist gut so, weil später möchte ich gar nicht mehr essen. Ich habe hier bei ihr Kokosnüsse bestellt. Und das sind jetzt erstmal 4, die anderen kommen noch, weil die müssen noch gepflückt werden. Die sind sehr lecker von ihr und preisgünstig sowieso. Immer wenn sie welche hat, kaufe ich welche. Und dann in der Früh sind die am besten, also mir schmecken sie am besten auf nüchternen Magen. So eine Kokosnuss und eine Banane, das ist einfach herrlich. So. Und wir müssen jetzt noch ein bisschen warten auf das Abendessen. Ich weiß gar nicht, was meine Frau bestellt hat. Ich nehme diesen Porksalat. Der ist sehr lecker hier. Ein bisschen würzig und so, aber so mache ich ihn. Ja. Jetzt Regenzeit und ja, wir sind hier im Trocknen. Wir waren in der Reismühle, haben Reis gekauft für die Hunde. Und sind dann da vorbei, habe ich gesagt, komm, essen wir jetzt mal und dann ist okay. So, den haben wir denn da noch? Die ist unsere Mimi, die schläft, ne? Die haben wir natürlich auch mitgenommen. Ja, und wer haben wir denn hier? Das ist unsere Amonrad. Die bewundert die schönen Blumen da. Ja. Jetzt kommt die Sonne raus, also Regen mit Sonne, Leute, das ist schon. Ja, was gibt's Neues hier bei der Panerai? Da hat jetzt ihr Mann ein Aquarium da gebracht, irgendwann kommen da auch Fische rein. Ja, ganz schöne Idee, ganz gute Idee, finde ich. Ne? Da ist immer so ein Blickfang hier. Ansonsten hat er ja alles schön eingerichtet, man sieht's, habe ich ja schon mal gezeigt. Das ist alles, ja. Schauen wir, ich mach mal raus. Aber wie gesagt, es regnet. Nicht stark, aber das ist immer so üblich. 2-3 Mal am Tag kommt es dann. Es ist gut für die Reisfelder. Ja. Das Auto geparkt. Also man sieht es, Leute, jetzt kommt da schon die Sonne raus. Das ist verrücktes Wetter. Ja, wie gesagt, wir sind hier Stammgast bei der Panerai. Jetzt kommen wir leider nicht mehr so oft wie früher, weil wir haben ja unsere eigenen Straßen verkauft. Da essen wir öfters auch mal dort. Ist ihre Küche nochmal im Außenbereich. Die bereitet das Essen zu. Hallo. So, typisch thailändische Küche, so hier im Außenbereich. Da sieht man alles auch, wie es gekocht wird und so, ne? Und das Essen, habe ich auch schon gesagt, sehr lecker, große Portionen, preisgünstig. Also, da gibt es nichts zu meckern, wirklich nicht. So, meine Amonrad hat es sich gemütlich gemacht hier. Naja, kommt immer da vorbei auf ein Schwätzchen, ein bisschen warten, dann was essen. Und ja, wir sind hier fast schon wie zu Hause. Also seit das geöffnet ist, seit ein paar Jahren jetzt schon, sind wir da praktisch Stammgast. Ne? Ist jetzt noch früh dran, später kommen dann auch noch andere Gäste. Ab und zu auch der Franz, der Holländer, der Bob kommt jetzt nicht mehr so oft. Der ist weggezogen, hat sich dann kleinere Farm gekauft, etwas weiter von hier und deshalb. Ja, er kommt ab und zu Besuch, aber ist nicht mehr so wie früher, wo wir uns praktisch jeden Abend hier dann getroffen haben. Ne? So, schauen wir uns noch ein bisschen hier um. Die hat. Ach nee, das ist nass, ich kann da nicht mehr raus. Keine gute Idee, Leute, nee. Wie gesagt, sehr schön gemacht. Ja, da warten wir noch ein bisschen, bis heute das Essen kommt.
hier von außen. Abends ist das dann schön, das sind diese viele Lichter, die dann brennen, nicht? Und so jetzt tagsüber sieht man das gar nicht. Okay. Das ist Ihr Mann hier, der Soldat, der war früher beim Militär und jetzt arbeitet er irgendwie für die Regierung, also nicht mehr beim Militärdienst. So. Ja, Leute, das war's auch so gut wie mit dem Regen. Die Sonne ist schon wieder draußen. Das geht ganz schnell hier. Aber wie gesagt, das ist alles nass. Sehr gut für die Reisfelder. Hier sieht man es, der Reis wächst auch hier. Prächtig, alles schön grün. So muss es sein. So, das geht jetzt gegen die Sonne. Das ist nicht so gut. So Leute, ich glaube, das Essen ist fertig. Die hat schon mal den Porksalat gebracht. Das andere kommt noch. Kann ich mal schon zeigen. Das ist der Porksalat, sieht sehr gut aus. Jetzt fehlt noch der Reis. Und ein bisschen was dazu, eine Gurke oder ein Salat oder irgendwas. Ja, und das war's mit dem Regen. Und so geht es manchmal zwei, dreimal am Tag. Aber das ist halt die Regenzeit. Wie gesagt, bis dann der große Regen kommt. Dann ist Schluss mit lustig, dann werden die Felder geflutet. Und mein Teich wahrscheinlich auch wieder voll. So. So, da kommt der Reis. Und das von meiner Frau folgt dann. Die macht halt immer nur, sie ist alleine in der Küche, immer nur ein Menü halt, aber wir haben Zeit hier, Leute, wir warten gerne. So Leute, also das ist jetzt schon mal meins, was ich bestellt habe. Das ist dieser Porksalat. Also so aus Schweinefleisch und Zwiebel und was da noch alles drin ist. Also sehr gut. Nimi mit Reis und hier ein bisschen Salat und Gurke und so. Und man sieht es, sehr große Portionen. Also wenn man das gegessen hat, wirklich, selbst für mich ist schon fast zu viel. Aber sehr lecker. Und ja, und preisgünstig sowieso. Also das ist wirklich sehr, sehr gut, was soll ich da noch sagen. Meine Frau, glaube ich, hat Hähnchen, Flügel oder irgendwas bestellt. Mal sehen, das kommt dann auch noch. Okay, also das war's wieder mal für heute mit einem ganz kurzen Video. Ja, euch noch einen schönen Tag oder schönen Abend, wie auch immer. Bis zum nächsten Mal, euer Matthias aus dem wunderschönen Thailand und tschüss.
Sehr lecker.